Bitte. Ja, Battlefield 4 habe ich nicht. Hä? Wieso hast du das nicht? Ich das nicht hab. Ich hab das. Das ist ein ganz, ganz geiler Lauch. Schön für Geil, dich. Ich hab's du nicht. Subscribed hast. Mhm. Ich hab so vieles nicht. Vielleicht. Vielen lieben Dank für den Resub im 38. Monat. Dankeschön. Hallo, hallo. Danke, danke, danke. So, guck mal hier. Der Garten wächst und gedeiht. Jetzt macht der Kriegsherr voll die dreckige Werbung wieder in meinem Stream. Ich glaub's ja gar nicht. Schäme dich. Was? Ja, nee, du. Darf ruhig. Ne? Ich weiß Kriegsherr gar nicht, was kostet Battlefield 4? Na, dann weißt du, warum ich's nicht hab. Battlefield 4? Das ist, hä? Das was, denn, hä? Der ist doch schon uralt. Ja, ich hab's trotzdem nicht. Kriegst du nachgeworfen für 3,80 €. Hab ich nicht, ich hab keine 3,80 €. Nicht die hätte, du. 3,79 €? Hab ich auch nicht. Das ist schlecht. Ich hab gar nicht. Nichts hat sie, nichts. Ich bin arm. Ist er arm dran als arm ab, ne? So, ich würde sagen, guck mal, wir haben jetzt Tag 10. In 4 Tagen kommt die nächste. Oh, guck mal, hier gegenüber ist die Quest. Da unten. Ja, willst du die in der Nacht machen? Nein. Die Befallenen? Ich frage für einen Freund. Wir sollten mal gucken. Warte mal, jetzt haben 2:30 Uhr. Nächste Nacht sollten wir mal wirklich buddeln und so. Ja, ich guck mal, wo wir schon buddeln können. Warte mal, sehe ich was hier? Also ich habe jetzt Bergbaumeister und Hauptader jeweils 2 Punkte drin. Da bist du die Buddelmaus. So. Ja, Battlefield 4 war aber der geilste. Fand ich. Welcher war denn das, den der Fleischhammer mit Minias gespielt hat, der so scheiße war? Ja, das war das neueste Battlefield. Da war ja einer, der war nicht so. Genau. Igno. Warte mal, haben wir noch Sprit? Schibrit. Dein Tank müsste voll sein. Nee, ich nehme mir mal ein bisschen Sprit hier raus. Habe ich eigentlich noch Skillpunkte über 4 Stück? Ja, ich wollte in Stärke reingehen, ne? Ja, da bin ich ja auch drin, aber mach mal ruhig. Was rein da? Ihr seid doch Profis? Ah, nee. So, bei den Impbomben, dann brauche ich nichts mehr. Kriegsherr, du kannst uns ja sponsoren. Dann mache ich oben so ein Schild dran, sponsert bei Kriegsherr. Und dann kaufst du uns mal die neuesten Spiele und dann spielen wir die alle. Kein Problem. Ja, Kriegsherr, ich hätte gerne. Kriegsherr, wir müssen mal gucken, wann ich Alone in the Dark weiterspiele, ne? Wann du da bist. Hast du jetzt Urlaub? Na, muss ich ja noch zu Ende spielen. Kriegsherr liegt immer im Körbchen. Hört man überhaupt was vom Spiel? Bei mir ist das alles so leise auf den Ohren. Ich hätte gerne das neue Silent Hill, wenn das jetzt rauskommt. Boah, da werde ich schreien. Sag mal, wo waren wir denn noch nicht? Ich habe schon mal eine Mine, lege ich schon mal an. Komm mal da nächste Nacht rein. Ja, weil, ne, ich baue dann Dings hier, Türmchen. Für die nächste Horde. Ja, da bin ich mal gespannt, ey.
Ist jetzt nichts Besonderes. Das so ist, jetzt Horde 14, also bitte. Jetzt nicht, dass ich jetzt da, ne? Doch, die Pforte zur Hölle tut sich auf. Na, Mensch. Hätte ich nicht irgendwo eine Nailgun gehabt, ey? Ja, Grendel, komm, ich gebe dir Daten, kommst auf den Server. Also, dann kannst du, kannst du uns ansagen, wie kreativ und wo was und hier und... Das ist ein Wochenende, Kriegsherr? Nee, Donnerstag, ne? Also jetzt Donnerstag ist ja Feiertag. Müssen wir eigentlich ja, aber ich muss es ja zumindest mal durchspielen, ne? Schalima, grüß dich, hallo. Ich hab ja, ich hab's auch nicht als Vorwurf, ne? Aber komm, komm, ich jetzt, geb dir Daten, komm. Jetzt knirscht du gerade, warte mal. So knirsch ich denn jetzt? Ja, weil ich da zu laut gedreht hab. Entweder zu laut keine oder? Keine Ahnung, vielleicht ist bei dir irgendwas nicht in Ordnung. Ich fahr jetzt einfach mal gerade ins Blaue rein, aber... Natürlich an all die Nachzügler, Hallöchen. Wir sind heute wieder Multi unterwegs. Mein Ausrufe sei Multi. Kommt was, auch zu der. Was kochst du schon wieder innerlich? Gar nicht. Und wer grinst? Gucken wir mal, ob wir hier unten auch noch was kriegen. Eier, wir brauchen Eier. Och, was lieb ich es. Was machst du denn? Komm aus dem Loch nicht mehr raus. Wie leicht, Hallöchen. Sollte mal diese Chicken Cops bauen, war doch wegen Eier. Was mache ich jetzt auch mal eben? Wollten wir, ne? Warte mal. Warte mal, du kannst das, glaube ich, bauen, weil du hast die Werkbänke. Guck mal, ob du dieses Chicken Coop bauen kannst. Ich glaube, ich kann das gar nicht. Ich teile dir mal Eisen. Na Leute, seid ihr auch gehypt auf die A1? A1 habe ich also schon, ich, auf die Version 1.0. Ich habe schon voll Bock. Auf die Vollversion. Bin Vollversion? Gespannt. Wollen wir die Vierer Befallene machen? Welche ist das? Ja, können wir machen. Bei uns vor der Tür die oder was? Ja. Ja, gehypt bin ich jetzt nicht, aber ich hab Bock. Na, ich bin jetzt nicht so. Du musst dich mal damit auseinandersetzen. Ach. Guck dir am besten die geilen Videos vom Sombüra an. Ein cooler Typ. Ja, hab ich schon gesehen gerade. Tagebuch. Ja. Ja, hast du schön gemacht. Danke, danke. Habe ich schon einen Daumen hoch gedrückt. Das ist gut. Schon durchlaufen lassen. Sehr gut. Ich habe mir zwar nicht angehört, was du für ein Kackklar warst, aber ich habe es durchlaufen lassen. Das ist noch besser. Das ist gut, ne? So bin ich zu dir. Ja, wie eine Mutter ohne Brust. Oldi, Hallöchen. Aber nee, warte mal, wann hat der Restock? Der Dreckige? 13. Aber passt doch ein Tag vor der Horde. So, Uli, grüß dich, Hallöchen. Also du bist jetzt bei uns gegenüber, ne, an der Quest, ne? Ja. Mein Blitzstab, der wartet schon. Der ist ready. Der will.
kommt sie angetuckert. Oh, guck mal, was, Leute. Was schreibt der Kriegsherr? Wenn das Alien Survival kommt, eventuell zocke ich das dann mit Nudel und Lauchi. Mit eventuellen sponsore ich das auch. Ja. Ach, das meinst du, dieses, das. Ich weiß, welches du meinst. Da muss ich aber vorher noch einen Kurs belegen, damit ich dich einwandfrei verstehe. Ich glaube, das habe ich sogar auf der Wunschliste. Kriegst ja. Oder du musst Hochdeutsch sprechen lernen. Kriegst ja manche Sachen, da muss ich echt überlegen. So, was will er? So, ich starte. Gehen Sie mal vor, Frau Fuddelmuddel. Ja, warte mal. Erstmal muss ich hier meine Wumme. Du weißt ja, da explodiert gleich irgendwas, ne? Oh, warte. Da ist was explodiert. Meine, grüß dich. Ich sag mal. Da kommen sie! Go, go, Power. Die Ferrels kommen. Da bist du. Alter! Hab ich nichts, was irgendwie schießen kann? Nee, aber. Ach, hau doch ab, du blöde. Was will er denn da? Nicht, dass gleich der Wagen explodiert. Hallo! Aber kritisch hier, ey. Schöne Schicht, Kriegsherr. Muss er schon los zur Arbeit? Jo, dann. Ja. Lass ihn nicht ärgern. Fahr vorsichtig. Alter, du bist so eine. Ach, schade. Ja, Arschlackkarte, wa? Ich hätte ihn dir jetzt weggenommen. Wo ist der Hund? Den streife ich an dir ab jetzt. Und schon tot? Ah! Oh, Vampyra! Ich hab ihn gesehen und hab extra auf dich zulaufen lassen, weil du die dicke Fresse hattest. Ah, Rache ist Blutwurst, das weißt du, ne? Guck, da ist noch einer. Damals was mit der lieber. Immer diese Lootkraken, nee, Danu, Mensch. Ich habe geguckt, wie du ein PC mal beklaust, weißt du? Da habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Ich habe heute beim Werner zugeguckt, der spielt gerade hier Fishing Alaska irgendwie, ne? Der ist ja stundenlang mit dem Boot einfach nur durch die Gegend gefahren. Das war voll beruhigend, ey. Ja, man kann solchen Spielen richtig Zeit verlieren, ne? Es passiert nichts, ne? Aber es macht trotzdem irgendwie, ist es schön, wenn man so sich einfach berieseln lässt, weißt du? Gut, hallöchen, guten Abend. Da kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Kurt. Einfach Kurt. Gut, der hasst mich bestimmt. Verunstaltet er schon wieder meinen Namen. Hab ich da gerade einen Hund gehört? Nee. Ellie, was machst denn du? Legst dich schon wieder mit den Schweinen an? Ich komme hier nicht weg. Lass mal raus hier.
Wenn ich nicht, nächstes Mal gehe ich da nicht so rein. Ich sag mal. Mann, ey. Zombies, die sind schon wieder schön am. Marion, hallöchen. Easy, Killabani. Was war das denn jetzt bei mir, Gewitter? Wo ist hier noch ein Geier auf dem Dach? Da hängt der. Komm, mach du, bist ja jetzt schon mal dran. Ich komme ja da gar nicht dran, ich sehe den von hier oben nicht. Oh, was ist denn los? Alles da? Bin ich noch da? Ja, ne? Wann? Ich habe gerade ein übelstes Standbild gehabt und ruckeln. Hast du jetzt endlich da weggenugt? Ja, der Geier ist jetzt tot. Das habt ihr gesehen, ne? Richtig einmal so Standbild auf 0 FPS runtergedroppt. Ich weiß nicht, was das war. Du machst den Tool-Digist, ne? Ja. Aber wie viel FPS habe ich gerade? Clear ist aber alles hier, ne? Quest ist fertig, ja. Mal seit sofort an, gehen wir die eben ab und holen sofort eine neue. Und machen dann die nächste. Ich hab ja auch noch eine. Keine Ahnung, was das gerade war. Sie wird gerade heiß. Ah, oh, mir geht's gut, Marion. Oh, dir natürlich gute Besserung. Gibst du die erst ab oder sofort die nächste? Gib die jetzt erst. Oh, eine Compound-Armbrust, die nehme ich. Oh, und guck mal hier, ich glaube, wir kriegen jetzt die weiterführende, ne? Ja. So, weil die sofort machen, bevor wir die... Ja. Geil. Ja, wenn die genau unterm Fuß ist, ist das natürlich sehr unangenehm, ne? Das glaube ich. Ja, dann fahren wir erstmal jetzt die besondere Quest hier kurz abholen, ne? Also die Handelsroute eben. Ja. 2,3 Kilometer. Ich muss mal kurz hier meine Toffifees plündern. Ich bin eine Biene. Ich habe für dich eine 4er AK, wenn du möchtest. Ja, gerne. Hey, McBee! Peace and out. Die Compound-Armbrust ist geil.
fahre schon mal vor, ne? Ja. Wie viele Bücher brauchst du noch? Guck mal, ob der Händler Bücher hat. Wegen dem anderen Bike. Nee, hat er nicht. Manometer, der Gigolo wird immer geiler hier. Leute, guckt euch das an. Ich muss mich erstmal, ich habe Militärrüstset bekommen, komplettes. Ja. Das wollte ich auch erst nehmen. Hast du das nicht gemacht? Ah doch, habe ich genommen. Oh, warte mal, dann machen wir mal hier. Oh. Hat die fast die AK verkauft. Mhm. Ich habe dir da noch ein vollautomatisches Magazin reingepackt. Oh, danke. Dann machst du, ne? Na, McBee, alle Dude? Was, Feierabend? Ah, da oben. Oh, hier geht gerade die Welt unter. Hatte ich auch vorhin. Ey, ich muss mal eben gucken, ob bei mir das Fenster zu ist. Mhm. Hört man das, Leute? Hört mal. Ich bin mal, wenn ich ein bisschen rede, so ganz leise im Hintergrund. Sofort wieder da. Das hatte ich auch vorhin mit dem Unwetter. Zum Glück, als ich mit dem Hund wieder zu Hause war. Vorher war strahlender Sonnenschein. Ab ins Auto, nach Hause, Haustür aufgemacht und fing draußen an. So, da ist er wieder. Hallo. Hallo. Leute, was machen wir denn am Donnerstag? Da ist ja Feiertag, ne? Wollen wir mal einen 24er machen? Hat er jetzt nicht gesagt. Ich glaube, dann bin ich tot. Aber ein 12er eventuell? Hm? Ja, mache ich mit. Zumindest ein paar Stunden. Oder willst du was Spezielles spielen? Hä, wo ist denn jetzt mein Hemd geblieben? Hallo? Ja, hört man mich nicht mehr? Ja, du antwortest mir halt nicht. Ich bin gerade am Überlegen, wo ist denn mein Helm jetzt geblieben, Leute? Habe ich den jetzt verkauft? Gerade, dass ich den anziehen wollte und im Händlermenü war, den verkauft habe. Wie mir gerne. Habe ich den verkauft, Leute? Hat da einer aufgepasst? Hast du den gescrapped? Oh, wie lang 2 Kilometer sind hier mit dem doofen Moped, ey? I got better things to do than stare at the likes of you. Bin ich blind? Boah, ist das laut draußen. Das habe ich jetzt gehört. Wahrscheinlich gerade richtig am Schütten, ne? Komm, Bührer? Ja, lass mich doch mal eben gucken. Ja, antworte doch, ey. Ich denke, du hörst mich nicht. Ich bin verzweifelt an meinen Helm am Suchen. Ich weiß nicht, wo der ist. Militärhelm mit Wasserfilter, allem drin. Vielleicht hast du ihn ja verkauft. Keine Ahnung, wo der ist. Dann müsste der doch hier drin sein, in dem Stash. Oh, was there something else? Untergefallen?
Wieso soll denn der runtergefallen sein, hä? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch sonst immer so aufmerksame Zuschauer. Diesmal weiß es keiner. Muss ich mal in den View die eben reingucken. Das lässt mich keine Ruhe. Hast du den eventuell ins Moped gepackt? Nee. Oh, sorry, dass ich so ruhig bin, aber die Toffifees schmecken gerade so lecker. Da habe ich den Helm noch. Verändern. Sachen drin. Ich habe den beim Händler verkauft. Echt? Aber wo ist der in dem Stash? Unter Rüstung müsste der sein. Mal gucken. Weil ich im Dus am Verkaufen war. Nö, der ist nicht mehr drin. Wo denn? So. Ja, ich bin blind, ich sehe den nicht. Nee, Tag 13 ist Restock. Grendel, dann sag mir doch mal die Seite. Guck mal, das ist Seite 1. Das ist Seite 2. Das ist Seite 3. Das ist Seite 4. Das ist Seite 5. Das ist Seite 6. Der hat einen Bergbauhelm, das war nicht meiner. Und die 7. Das ist nicht mein Helm. Das ist er nicht. Ich habe einen Militärhelm gehabt. Der ist jetzt weg. Oh, ich kotze ins Essen. Ich kotze echt ins Essen. Wahrscheinlich zeigt er den Stash nicht an, ne? Weil ich den nicht geskillt habe. Mein Helm. Nicht Bergbauhelm. Oh, ist das ein Fail, ey. Ich habe den mitverkauft und jetzt ist der nicht mehr im Stash drin, ey. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehabt. Ja, wir haben aber eine Helmlichtmod noch in der Basis. Wir standen doch gerade da. Dann müsste der in dem Moment einen Restock gehabt haben, Bulli. Ja, das geht mir halt darum, dass ich jetzt ein Dings verballert habe. Militärhelm. Mit Wasserfilter und. Oh, ist das ärgerlich. Ja, das ist der absolute Fail. Verdammt. Passiert auch dem Besten nach 10 Jahren mal. Ah, das ist so, wenn mein Verkaufsdus ist, ne?
Aber bis jetzt habe ich alles überlebt, ne? Bis jetzt ja. Ich bin mal gespannt mit der 1.0. Hm? Was war da noch Feines bekommen? Ja, auf dem rechten Monitor sehe ich, was die Fuddel macht. Aka Heli. Aber im Ingame heißt ja Fuddel. Ich sehe dich da bei Jen. Ja. Guck, du hast auch einen Dreier. Ich habe aber auch eine Helmlichtmod noch in der Tasche. Du willst mal also lachen? Ich habe noch zwei Helmlichtmods. Das ist nicht das Problem, aber ich habe jetzt keinen Helm mehr. Ja, ich habe noch eine lila Kapuze hier, Level 3. Soll ich dir die fertig machen? Willst du die haben? Mit Mod? Welche? Ja, besser Lederkapuze Level 3. Ja, besser als nix. Kapuzel. Oh, jetzt. Lederkapuzel. Kapuzel. Das ist doch keine ausgleichende Gerechtigkeit, weil ich Helly einen Bergbauhelm weggekauft habe, den sie mir selber hätte auch weggekauft, wenn sie das Geld gehabt hätte. Ja. Ja. Wir müssen ja mal bei der Wahrheit bleiben hier. Hätte ich getan, ja. Und jemandem was wegkaufen, das ist ja, derjenige hat das ja nie gehabt. Aber wenn du was hast. Ich hätte den auch weggekauft. Ich habe ja versucht, ich habe da nicht so genug Geld gehabt. Ich verstehe das nur nicht. Normalerweise alles, was du dem Händler verkaufst, ist sofort drin. Also ich sehe das, was ich dem verkaufe. Ja, bei dem Militärhelm aber nicht. Komischerweise, ich weiß es nicht warum. Rüstung. Ja, alles, was ich hier gerade verkauft habe, ist hier drin. Aber zumindest die gefütterte Kapuze, die eine. Die Ledersachen, die ich ihr gerade verkauft habe, nicht. Die sind hier auch nicht drin. Ja, wahrscheinlich, weil wir den Stash nicht geskillt haben. Dann zeigt er uns die besseren Vorräte nicht. Und das zählt dann wahrscheinlich als besserer Vorrat. Und deshalb sehen wir das nicht. Das kann sein, ja. Oh, der hat eine Chemiebank. Wer, die Jen? Nee. Der Typ hier. Bin mal kurz angehalten und gucken, ob der was hat. Ja. Watch yourself, Stranger. I know some... Der hat einen blauen Kompontbogen, ey. Bei Lila hatte ich ihn gekauft. Aus Frust einfach nie wieder einen Helm anziehen? Das wird der Weg sein. Kein Helm mehr. Kauf mir mal den Bogen, bitte. Hast 20.000? Hätte ich ja. 20.000? Nee, dann. Aha. Hab jetzt gedacht, der. Ja, gut, ich habe eine Compound-Armbrust gekriegt gerade. Also ja, die ist doch geiler. Was willst du denn? Ja, aber ich habe Bogen geskillt und das zählt die Armbrust da auch zu. Ja, sicher. Echt? Zum Bogenskill zählt die Armbrust auch? Ha? Okay. Ist 2000 Spielstunden, ne? Da los. Ah, jetzt lootest du die Werkbänke. Ach, stimmt. Sorry. Hab ich nicht mehr dran gedacht. Leute, aber ich habe zwei Leute. Bücher für dich. Ich hab nicht mehr dran gedacht. Tut mir leid. Das tut's gar nicht. Also, Lothar, guten Abend. Also normalerweise merkt man doch den Restock, oder nicht? Wie willst du den denn merken? Da macht der Händler so ein komisches Geräusch. Echt? Hey! Ja. Ja gut, das ist das Einzige, was ich jetzt nicht geskillt habe, weil ich gedacht habe, nö, wir kriegen eh so viele Münzen, skillst den Händler jetzt mal nicht. Ist er jetzt zugeschmissen mit dem Zeug? Hätte, wäre, wenn, ne? Hätte, Fahrradkette. Ach, oder. Aber warte, ich hab jetzt hier für dich eine Mütze mit Licht. Da ist nur keine Wasserfiltermod drin, ne? Ja, und nicht im Militär. Tut mir leid, aber ich glaube, wir haben Militärhelm zu Hause. Zwar nur Stufe 1.
Aber wir hätten. Pack dir das mal in dein Moped, ne? Ach, kann ich nicht. Das wird so sein, wie ich sage. Der wird mir den nicht anzeigen. Weil ich den Händler nicht geskillt habe. Deshalb zeigt er mir halt die... Vielleicht hast du auch zu viel verkauft und der zeigt dir immer nur das Letzte an, was du verkauft hast. Ich konnte jetzt auch gerade nur die eine Mütze sehen, die ich verkauft habe. If I had a duke for every time someone was just looking, I'd be as rich as Trader Joel. Hier, den Bärtabada, den habe ich ja nicht. Bitterbata. Den habe ich nicht geskillt. Wahrscheinlich deshalb zeigt er mir das nicht an. Oh ja, 5 habe ich ja. Das wäre ein Schnapper jetzt gewesen hier. Was denn? 5er Schockstab für 6. War es ja, ne? Ah, je, schlampig gelootet. Da liegen noch Bücher. Ach, er geht mir auf den Sack. Schlampig gelootet. Na, hier war es ja drin bei ihr, ne? Ja. Da habe ich auch alles. Ah. Nein, 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 nein. Das ist der Better Barter. Mit dem besseren Stash. Hier, besser verhandeln. Hier. Bei 3, warte mal, wo steht das? Hier kriegst du ja nur mehr Geld und Questbelohnung. Warum steht denn das da nicht mehr drin? 10%, 5%, du steigst 10%. Oder haben die das umgefixt? 15% vorteilhafte Preise. 20%. Haben die das rausgenommen? Normalerweise war das Better Barter, ne? Beim Abenteurer? Ja, der wagemutige Abenteurer ist, dass du dann, glaube ich, auch mehr Belohnung kriegst, ne? Ja. Wieder 2 Quests. Nein, er hat Zugang zu besseren Händler... Achso, doch, besseren Händlergegenständen. Hä? Seit wann ist denn dann der da drin? Der war doch hier drin. Das haben die aber umgeändert. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin nicht bekloppt. Ja, jetzt komm mal raus hier, komm. Ich hab noch Bücher für dich. Außerdem wird Wetter schlecht. Mal ohne Scheiß, ne? Ja gut, das Problem ist, wenn du so viele Mods spielst, dann weißt du hinterher gar nicht mehr, was war original, was ist nicht original, ne? Jeder Mod ist was anderes. Warte mal. So, das hier. Aber dann müsste ich ja zum Beispiel das haben. Dann müsste ich doch die Sachen sehen, die ich verkauft habe. Willst du gar nicht deine Waffe haben? Fährst einfach weg? Ja, gib mir gleich. Komm. Dann geht's erstmal zur Quest hier, die machen wir noch. Dann kannst du mir die ja immer noch geben. So, kannst du denn jetzt schon die besseren Bikes? Nein. Boah. Wie viel fehlen dir noch? Müssten 3 sein. Okay. Ich glaube bei 40 oder 45, entweder sind es 3 oder 7. Das Wälderlein, das kommt hier in den Stream herein.
Der Wälder hat mich angeschrieben, ne? Wegen Termin. Ja, mich auch. Habe ich dir noch gar nicht erzählt? Hab ich gesagt, ich muss dich noch ein bisschen abwürgen. So gesagt, du keine Zeit hast, dann komme ich alleine. Nein, Quatsch. Boah. Nein. Dann geh doch. Nein. Wälderchen, vielen Dank für den Raid. Hallöchen. Hast du wieder eine Burg gebaut? Auf YouTube bist du, ich denke, du streamst nur auf YouTube. Auf Twitch auch. Auf YouTube sehe ich dich immer live. Ich weiß gar nicht, ob du mir noch geantwortet hast. Ich war den ganzen Tag noch unterwegs gewesen. Als ich dann zu Hause war, habe ich schnell mal lucht. Habe ich das dann vergessen, reinzugucken in Discord. So, ich glaube, jetzt ist mir zu Recht schlecht, ne, von den... Hast du wieder alles reingestopft? Warte mal, ist das hier ein Händler? Ja, geh mal in den Fake-Händler rein. Ach, Wrecked Feeds. Ja, da ist, das ist ein Händler. Hier ist ein Händler. Ja, ist ein Händler. Ich gehe mal gucken, ob der noch Bücher hat. Da waren wir doch. Bei dem Händler. Da wird Zeit, dass wir ein richtiges Motorrad bekommen, ne? Ja, ich weg da mit dem Gedöns hier, mit dem Kack-Mini-Bike. So, was hat der hier noch? Man hat eine 5er AK hier. Aber du hast ja die 4er für mich, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, du kriegst die 4er. Hör auf, mach keinen Scheiß. Ja, brauche ich die nicht kaufen. Na, die ist nicht teuer, die kostet nur 9000. Nur. Aber ich hab's doch. Du hast 25.000 Jukes, also. Ich hab 40.000. Ja, dann gib mir mal die Maschinenpistole. Nee, die kaufe ich mir nicht, den Bogen. So, wir können los. Und ich hab hier. Ja, ist wahrscheinlich schon ein 6er, ne? Nee, das ist das taktische. Ah, okay. Du hast die AK, ich hab das taktische und dann kommt der das M60. So, wollen wir die 4er da noch machen oder was? Alter, na ja. Klar machen wir die noch. Das mit der Deko wird aber noch länger anhalten. Was? Du, wenn du das nicht schaffst, dann sag, dann machen wir auch eine Woche später oder zwei, ne? Ja. Das stresst dich da nicht. Wollte ich gerade sagen, stresst dich nicht, Wälder. Mach fertig, so wie du, dass du dich wohlfühlst und sagst, so möchte ich präsentieren. Und dann kommen wir. Scheinen. Das auch. Wahrscheinlich kommen wir auch, wenn wir die heiligen Wände sehen. Wenn wir die Burg sehen, ja. Ist wahrscheinlich sofort vorbei. In der Eingangshalle, oh, ich bin fertig. Hauptsache, du hast viel was zu essen da. Ja, das ist ne, wichtig. Am Eingang das direkt Futterautomat. Ganz, ganz wichtig, ja. Oh. Herr Tutur, hallöchen, guten Abend. Herr Tutur, hallo. Gehst mir nicht auf den Zeiger hier. Da war ein Nest. Ja, hättest du anhalten können. Ja, du auch. Du bist die Erste gewesen, die daran vorbeigetauscht ist. Ich habe jetzt keinen Bock anzuhalten. Du bist gerade in Vollspeed, ne? Bin gerade in... Wahnsinnige Geschwindigkeit. So leicht, es geht gerade leicht bergab hier, weißt du?
War ein leichtes Gefühl. Ja, wir brauchen unbedingt einen besseren Bikes. Genau. Erstmal ein halbes Schwein auf Toast. Geschwindigkeitsrausch, ja. Wenn Helly da reinkommt, ey, weißt du, die Valhalla Halle, da hängt dann erstmal ein dickes Schwein am Spieß. Und dann wird erstmal 20 Minuten der Folge wird erstmal gefuttert und gesoffen. Ja. Und dann geht's erstmal los. Erstmal geschmatzt und geröpst und alles. Avalon, grüß dich, hallo. Ich habe vorhin voll getankt, ne? Jetzt habe ich nur noch 34 Sprit, ey. Oh, wenn ich das Resten so sehe, ne? wie geil das in der 1.0 sein wird, ne? Was denn? Ah, mit den Charaktermodels. Jetzt sehen die ja so klobig aus. Also ich werde dein Püppchen ja vermissen. Ja. Hä? Hey, sind wir nicht an der Quest schon vorbeigefahren? Nö, hier ist meine. Ach, warte, warte mal, ich muss mal erstmal meine. So, warte. Der doofe Kack. Ah, hier, du kannst hier die Farming-Bücher lesen. Ich habe die Farming-Bücher voll. Das ist gut. Hier habe ich reingepackt ins Moped. Da ist ja noch was zu essen für mich drin. Ja, kannst du dir rausnehmen. Hab ich schon. So, dann mach mal, dann starte mal deine Vierer da. Oh, warte, ich muss erstmal selber was essen. Da ist noch was drin? Ja. Oh, nimm die Schamsuppe. Nö, das ist normal, dass du, wenn du eine Gen gelevelt hast, dass du, wenn du eine andere Gen auf der Map entdeckst, dann ist die auch gelevelt. Oh, ist so ein dieser Schockstab, ne? Was ist denn los? Was hast du gegen meinen schönen Schockstab? Der ist mir einfach zu laut, ey. Halt die Ohren zu. Hier irgendwo Knöpfchen? Nee. Ach, das Dingen ist das. Oh. Kommt der denn da rein? Deine Haare rausglotzen. Echt, glotzen die raus? Hast du schon mal rote Haare gehabt? Ja. Yep. Hast du die nicht sonst so Straßenköter gehabt, mäßig? Nein. Was, du hast mir gesagt, wie man das weg... Echt? Dann habe ich das überlesen. Boah, ich weiß nicht, was mit meiner ruhigen Hand los ist. Heute schon den ganzen Tag. Okay. Da kommen die Burning Peoples. Ja, muss ich gleich mal... Ich wollte gerade sagen, da kommen die kleinen Hunde. Sind denn da Hunde drin? Na, kommt der? Ich höre irgendwas rennen. Ich habe leichte Performance-Probleme.
Echt? Wo ich da gleich nicht rein würde. Ich hab doch gedacht, ich höre da was rennen. Ah! Entschuldigung. Entschuldigung. Moin, Paule. Alalalalala. Ein Glück gehabt, dass ich jetzt nachladen musste. Hast du ein Glück gehabt, dass mein Schockstab den gestunt hat? Ja? Das verhasste Ding. Gestorben wäre ich jetzt nicht. Was sagst du jetzt? Ja, wäre ich nicht. Wofür entschuldigst du dich denn? Ist auch kaputt, brauchst du nur nicht für entschuldigen. Kann ich alles wissen. Solange ich nicht weiß, wie ich den Original... Oh, Mensch! Wo war das? Muss ich nachher mal gucken, Huma. Mit B war das wieder, ne? Ich krieg das ja hier nicht angezeigt. Dankeschön für 500 Biddies. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gelesen. Topo. Schön. Da ist auch der Stash. Der Main Stash. Du machst das schon, Ellie. Ich vertraue dir. Alter! Was denn? Der McBee. Hat er bei dir auch gemacht? Es hört sich wirklich an wie der Sombürer, der Schrei. Das ist bestimmt der Sombürer. Ach, dieses. Oh! Ja, das hört sich original an wie du. Das ist bestimmt ein Sound von dir. Herr McBee, gönn wieder. Voll am Gönnen, Dankeschön. Oh, McBee, danke für die Biddies. Go, go, Power Foodie. Scheiße, hast du ein Dings mit? Was habe ich mit? Ein Werkzeugkasten in der Tasche? Nein. Ein Bike habe ich welche. So, Schockstab hat wieder geriegelt. Den Fuddel nicht mag. Ich hab nicht. Ich mag. Der ist mir zu laut. Darum geht's. Mir als Mitspieler fliegen die Ohren weg bei dem Ding. Das muss so. Du musst ja mitbekommen, dass ich mitspiele. Und Pizza Panda, grüß dich. Was? Treff nix, geht schon? Jungelst du rum? Bist du wieder runtergegangen? Auf dem Dach. Ach, du bist hier schon hochgegangen. Wo kommen die denn alle her, ey? Spar doch die Muni. Mach den schon. War hier vorne auch deine Kiste? Meine Kiste ist hier irgendwo. Warte mal, jetzt wo du es sagst. Da wo ich bin? Ach ja, ja. Kannst du da auch durchlooten durch die Ritze? Was meine? Ja. Müssen wir nur noch säubern jetzt.
Nur noch, sagt sie immer. Na, Panarchin gibt schon was Neues an der Front, wovon ich jetzt nicht öffentlich reden möchte. Brauchst ja nur ja und nein sagen. Da müssen wir mal privat schreiben. Was bauen wir denn für eine Basis? Was willst du für eine Basis bauen? Bioro, mein Gott, Hallöchen. Bioro, mein Gott. Cooler Name. Ach, mein zartes Geschrei, das geht schon klar. Personalmangel? Du Scheiße. Was machst du da? Jetzt so schnell bewegt der Punkt? Den Knopf hier hast du gedrückt, ne? Ja, klar. Natürlich. Wo sind die denn unten? Hier ist noch ein Schuppo. Kevin ist tot. Nee, hier ist, oder? Warte mal, wo war denn der Mainstash? Ich habe keine Ahnung, ich kenne den Poiso noch nicht. Ich vergesse das immer wieder. Bei mir ist immer Brain Reset. Ich gehe raus aus dem POIs und dann, jo. Piep, gelöscht. Vierer Shamway mache ich total selten, da vergisst man gefühlt immer einen Zombie. Wir waren hier wahrscheinlich noch gar nicht in der, in der Apotheke. Ich weiß nicht warum, ich kann mir das einfach nicht merken. Ich finde den optisch ja auch nicht unbedingt schön, bin ich ganz ehrlich. Obwohl, warte mal, den kann man auch bauen, ne? Hier ist, glaube ich, der Main Stash. Ja. Natürlich die Frage, sind die Zombies hier? Jetzt. Kommst klar? Weiß ich noch nicht. Bollenpaul ist mit am Start. Bollenpaul. Du geile Sau. Die hau ich die Beule blau. Nee. Wollte ich cool sein. Hab's vermasselt. Irgendwo ist noch einer bei dir, glaube ich. Jetzt nicht mehr. Muss aber immer noch irgendwo einer sein. Mann, ich krieg fast nur Bücher für dich. Frech.
Hau mal auf die Fässer. Sollen wir mal uns gegenseitig die Bomben zeigen? Damals war das so, ey. Damals, weißt du noch, als die Mollys reinkamen und ich gesagt habe, ey, Ellie, guck mal hier, Mollys. Warte mal, ich zieh mal raus, ich zeig dir mal welche. Und dann, pff, Feuer. Ja, das waren keine Mollys, das waren Bomben, die du rausgezogen hast. Bei Mollys aber auch, soweit ich das so noch in Erinnerung hatte. Halki, einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen lieben Dank für 32 Monate. Danke, danke. Hulk. Hier, warte mal. Pack das mal in deine AK rein. Bücher, Bücher. Hab ich schon in meiner AK drin. Willst du wieder haben? Ja, dann gib. Ja. Ich hab leider nichts für dich. Das war so klar. So, wo ist denn jetzt der letzte gammelige Zombie? Oben natürlich, ne? Irgendwo da oben ist er. Der steckt hier irgendwo in der Wand drin oder so. Ja, hier im Dings. Ah, ganz oben ist er. Toll. Wie kam er denn nochmal hoch? Irgendwo ganz oben ist er. War doch irgendwo eine Treppe vorhin, ne? Ja. Aber wir waren hier nicht auf dem Zwischendach. Das ist im Zwischendach. Nee, der ist nicht im Zwischendach. Habe ich ja gerade geguckt. Oder? Ich höre was. Da ist er. Doch. Echt? Komm da, Lehn. Okay. Sarah, okay. Easy. Easy Killerwand. Bin gespannt, was der Killerbunny für zur 1.0 zaubert mit seiner Mod. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ich sehe ja in meinem Tester-Team, was da so postet. Habe ich schon ein bisschen Angst. Da gibt mir schon der Kackstift. Ah, ich freue mich auf die Abhunau. Das wird lustig, ne? Ich hoffe. Soll ja nicht ankommen mit so einem Depressions-Debuff wie bei 28 Alpha Slater. Streikig. Dann sag ich ihm, Killer Bunny spiele ich nicht. Ja, oder mit schießenden Zombies. Ja. Das finde ich zum Beispiel total schwachsinnig, diese schießenden Zombies. Ja, die mit der Armbrust rumrennen und so, ne? Ja. Ich fand auch diesen Zombie schon total affig in dem Gyrokopter. Aber welche Mod war denn das nochmal? Die Exitus, das, ne? Oder welche? Ja, war ich glaube, die hatten das auch. Ich bin nicht ganz sicher, ganz am Anfang, als sie noch keine eigenen Zombies hatten. Ich will jetzt noch nichts Falsches sagen. Die fliegenden Mollys werfen? Ja, das ist, naja. Wie hart kann man nerven, so ein Bührer? Ja. Go, go, power, foodie. Schade, dass ich das nicht hupen kann, das Lied. Aber er nervt selber jetzt, weißt du? Ja. Weil du mich nervst. Gar nicht wahr. War der Tun tot?